In dieser Woche hat in der Hockey-Schweiz ein Spieler viel zu reden gegeben. Der Stürmer vom EV Zug, der Fabrice Herzog. Gestern ist das Urteil bekannt worden. Er wird wieder mal gesperrt für 5 Spiele. Das Ganze ist passiert im Spiel gegen Fribourg-Gottéron. Dort hat der EVZ-Stürmer, der Verteidiger von Fribourg-Gottéron, den Mauro Dufner von hinten in Hals-Nacken-Region gecheckt. Auf dem Eis hat der Schiedsrichter keine Strafe ausgesprochen. Und der Fabrice Herzog hat den Match fertig spielen. Jetzt wollen wir mal aufzeigen, wie das denn der ganze Prozess überhaupt in Gang gesetzt worden ist. Es gibt nach so einem Match verschiedene Möglichkeiten, wer das da könnte aktiv werden und dazu führt, dass es ein Verfahren gibt. Es gibt einmal eine Meldungspflicht. Also entweder ist es der Players Safety Officer, der sogenannte PSO, gerade selber, der aktiv wird, weil er so eine Szene sieht. Es ist der Schiedsrichter, der dann in dem Fall so eine Szene pfiffen hätte, der aktiv wird, dass das Verfahren eingeleitet wird. Oder es ist einer der betroffenen Clubs. Und in dem Fall ist es Fribourg-Gottéron, der gesagt hat, hey PSO, schau dir doch die Szene nochmal an. Und der PSO, der Ryan Gardner, der hat dann das gemacht und der muss dann entscheiden, gibt es eine Anklage oder gibt es keine Anklage. Er hat dann gefunden, es gibt eine Anklage. Für die Aktion muss der Fabrice Herzog für ein Spiel gesperrt werden. So hat es der PSO entschieden. Wenn es eine Anklage gibt, dann ruft es auch der Einzelrichter auf den Plan. Und auch er hat sich die ganze Sache angeschaut und dann ein Verfahren eingeleitet. Und am Schluss von diesem Verfahren ist der Einzelrichter, der Karl Knopf, zum Entscheid gekommen, dass der Fabrice Herzog für 5 Spiele gesperrt wird. Also so wird das Ganze jeweils eingeleitet, das ganze Verfahren. Und jetzt, wenn wir uns das Ganze im Detail noch ein bisschen anschauen, weil wie denn der Entscheid aussieht, das kann jeder anlesen. Und zwar auf der Seite von der National League kann man schauen und die Dokumente ausdrücken. Und das ist sehr ausführlich. 4 Seiten oder auf 4 Seiten schreibt der Einzelrichter, der Karl Knopf, was genau da eben alles passiert ist. Und ich werde schnell 2 Quotes zitieren. Ah, da sind wir daheim. Wo man sieht, wie pointiert dass der Einzelrichter eben auch schreibt. Da steht zum Beispiel, dem Beschuldigten mangelt es offensichtlich am Respekt für seine Gegenspieler im Allgemeinen und für den Kopf seiner Gegenspieler im Speziellen. Oder eine andere Stelle, die ich zitiere, Spielsperren scheinen den Beschuldigten nicht über Gebühr zu beeindrucken. Also ziemlich klar, wenn er sich da ausdrückt. Und zum Abschluss, die Strafe wird wegen der Einschlägigkeit der Vorstrafen um 2 Spielsperren sowie wegen des zeitlichen Abstands zur letzten Sperre um ebenfalls 1 Spielsperre erhöht. Also das Ganze bedeutet genau, fürs Foul hat es 2 Spielsperren gegeben. Und weil der Fabrice Herzog ein Wiederholungstäter ist, sind weitere 3 Spielsperren dazugekommen. So setzen sich die 5 Spielsperren zusammen. Mit dem Einzelrichter, der den Fall behandelt, können wir jeweils nicht kommunizieren. Er macht das aber sehr ausführlich in dem Dokument, das ich jetzt da gerade präsentiert habe. Aber wir haben den ehemaligen Einzelrichter, den Oliver Krüger, gefragt, wie das so einen Prozess aus Sicht eines Einzelrichters genau abläuft. Erst wird die Einsatzstrafe festgelegt, das heisst, man schaut die Schwere vom Fall an sich an. Das war hier nicht so gravierend gewesen, aus Sicht von denen, die es beurteilt haben. Der PSO ist auf 1 Spielsperre gekommen, der Einzelrichter auf 2. Dann kommen aber noch die persönlichen Strafzumessungsfaktoren dazu. Das ist relativ weitgehend. Entscheidend war hier die ganze Vorgeschichte gewesen. Man schaut da, wie hat sich der Spieler bisher verhalten, wie viele Vorstrafen liegen vor, in welcher Regelmäßigkeit, seine einschlägige Vorstrafe. Sie sind immer beispielsweise die gleiche Art von Foul, sie sind immer gesundheitsgefährdende Aktionen. Und da gibt es auch ein Prüfschema, wo man das dann abhandelt und entsprechend die Strafe verschärft. Also so sieht man dahinter, hinter den ganzen Prozess. Nochmal zur Erinnerung, der PSO hätte gesagt, 1 Spielsperre. Der Einzelrichter hat gefunden, nein, ist es Kategorie 2 Foul, absichtlich und eben mit den Verletzungsfolgen, die man in Kauf nimmt. Das gibt einmal schon 2 Sperren. Und weil der Fabrice Herzog eben immer wieder Spieler verletzt hat in dem Nacken-Kopfbereich, kriegt er 3 Spiele noch dazu. Und so gibt das die 5 Spielsperren. Thomas, kannst du das nachvollziehen? Nein, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich finde 5 definitiv zu hoch, oder? Man muss aufpassen, dass man nicht am
einem Spieler dann irgendwann einen Stempel aufdrückt. Aber den hat er ja sich selber aufgedrückt. Ja, aber nochmal, man muss diese zwei Situationen, das ist meine persönliche Meinung, vehement auseinandernehmen. Oder das mit dem Erik Blum, bin ich voll dabei. Das ist gar nicht gut gewesen, das weiß er selber. Jetzt in dieser Situation, ich möchte nicht in Schutz nehmen, aber ich sehe nicht eine böse Absicht. Und das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil was macht, klar, sein Pech ist, dass es zweimal der Kopf oder der Nacken ist, aber wie so geht... So sein Pech, meinst du? Ja, weil... Einzelrichter finde ich, es sei ersichtlich, dass er ihn will dort treffen. Ja, ich... Eben, du fragst mich, meine persönliche Meinung ist, der Blum ist eine andere Geschichte, ist abgehakt. Und da war es für mich nicht offensichtlich gewesen, dass er ihn hat verletzen wollte. Also definitiv nicht. Ich finde halt einfach, bei diesen Situationen ist eigentlich schlussendlich egal, ob du es extra machst oder nicht. Fakt ist, du hast eine gesundheitsgefährdende Aktion ausgeführt. Das ist wie wenn ich mit dem Auto am Fußgängerstreifen einen anfahre. Ob ich es extra gemacht oder nicht, interessiert am Ende des Tages niemand. Der andere liegt am Boden. Ich bin aber einverstanden, was die Aktion nicht kannst vergleichen mit dem Blumensinneren. Ich persönlich als Einzelrichter hätte jetzt einfach gesagt, ich finde 5 Spielsperren auch zu viel, aber ich würde einfach monetär härter dran nehmen. Weil ich finde immer noch, Bussen sind zu tief. Bussen, 6.780 Franken plus 920 Franken kosten. Ich hätte jetzt gesagt, zwei Spiele, 25.000 hebeln. Aber dann nimmt mich jetzt noch etwas Wunder. In der NHL ist es so, dass dort dem Spieler ein Teil vom Lohn gekürzt wird. Einer, der gesperrt wird, der kriegt nicht mehr das ganze Salär. Wird nicht das auch ein Mittel? Meine, als Club zahlt ich einem Gefühl, gerne den Lohn, der nicht mehr für dich spielen kann, oder? Ja, das ist eine Methode, ich habe fast das Gefühl, aber das Zahlen finde ich schon gut, weil es kannst du nachher auch brauchen, zum Beispiel für die Junioren oder weiß ich was, oder für andere Zwecke. Ich finde das eigentlich in dem Fall, oder einfach in allen Fällen, die gravierend sind, finde ich immer noch, je nach Fall ist eine lange Sperre auch okay, aber ich habe einfach das Gefühl, Bussen sind zu tief. Das ist mir persönlich meine. 7'000 Franken ist nicht genug für je nachdem, was passiert das ist. Das ist absolut richtig. Ich wollte ja eigentlich nur sagen, den Blum müssen wir nicht mehr diskutieren. Das ist einfach ist nicht gegangen. Absolut keine Diskussion. Jetzt haben wir eine neue Situation. Man muss die Situation neu anschauen. Und ich sage nur, du musst dich auch irgendwo in den Spieler versetzen. Ich meine, irgendwann kann der gar nicht mehr auf sein, wenn es einfach jedes Mal heisst, ja, jetzt ist der von mir, jetzt chattert es wieder. Oder? Und der andere Komponent ist richtig, wo du sagst. Also ich weiss das beispielsweise in Rapperswil und ist auch in anderen Clubs so, dass der Spieler im Vertrag eine Klausel hat. Beispielsweise, wenn er 10 Spiele und mehr bekommt, kann der Club den Vertrag auflösen. Und dort entscheidet aber der Club, eben, ist es willentlich. Also wenn ich am Helfen jetzt den Stock über drüber ziehe, ja, dann ist es vielleicht ein anderer Fall, als wenn es in der Hitze des Gefechts ist. Wir haben uns viel Zeit für das Thema geben. Es hat auch gleich nicht ganz gelangt, um alles immer zu Boden diskutieren. Es zeigt, wie schwierig dass der Umgang mit solchen Sachen ist. Nach der Werbung geht es zurück ins Sport, ins Spiel. EHC Biel gegen den SC Bern.